Unterstützen geflüchtete, neu zugewanderte Menschen in den ersten Jahren bei der Erstintegration und bei allen Belangen des alltäglichen Lebens und helfen dabei, in Oberhausen anzukommen, Fuß zu fassen. Wir sitzen hier in einem Verwaltungsgebäude der Stadt Oberhausen gemeinsam mit dem Sozialamt der wirtschaftlichen Hilfen für Asylbewerber aktuell. Und wir haben aber einen eigenen Bereich in diesem Rahmen und leisten die Sozialarbeit. Zum Teil in den Gemeinschaftsunterkünften, aber auch zu einem großen Teil im privaten Wohnraum. Gerade so 2015, 2016 waren die Unterbringungsmöglichkeiten und Kapazitäten der Stadt Oberhausen sehr begrenzt. Dadurch, viele Menschen wurden in Turnhallen und großen Hallen untergebracht, was alles andere als ideal war. Und da haben wir nach und nach ist daraus eigentlich ein Konzept entstanden, dass auch sich der Verwaltungsvorstand der Stadt Oberhausen entschieden hat, wir wollen mehr und mehr Menschen in privaten Wohnungen unterbringen, weil es einfach auch familiengerechter wird und auch Einzelpersonen, die hier ankommen wollen, arbeiten wollen, gerechter wird, sich selber auch einen Wohnraum zu suchen und was zu finden, wo sie gerne leben. Seit dem Jahr 2015 arbeite ich als Sozialarbeiter hier bei der Stadt Oberhausen im Team Sozialarbeit. Und meine Aufgabe ist es eben, die Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund zu fördern, Integration möglich zu machen und möglichst dafür zu sorgen, dass die Integration erfolgreich verläuft. Ich bin sehr froh darüber, dass im Rahmen dieser Aufgabe das Landesprojekt Gemeinsam klappt, Durchstarten in Ausbildung und Arbeit ins Leben gerufen wurde. Das wendet sich insbesondere an Menschen mit der Zielgruppe von 18 bis 27, die erstmal ein Asylverfahren durchlaufen haben, das aber negativ abgelaufen ist. Das heißt, es keinen offiziellen Asylgrund gab und sie dann eine Duldung erhalten haben, per se ausreisepflichtig sind oder eben mit Menschen, die sich noch im Asylverfahren befinden und eine Aufenthaltsgestattung haben. Und auch hier eine Integration trotz vieler Hemmnisse möglich zu machen, ist Ziel dieses Landesprojektes. Da gibt es ganz wesentliche Bausteine. Ein wesentlicher Baustein ist eben auch Integration durch Wohnraum. Gemeinschaftsunterkunft ist das eine, aber das sind halt Sammelunterkünfte, wo Integration schwer möglich ist. Und wenn sich die Menschen dann auch assimilieren in den normalen Wohnungsmarkt, in das normale Wohnumfeld, dann ist das auch ein wesentlicher Schritt von Integration. Also grundsätzlich ist es schon so, dass die Zuweisung erfolgt. Dann landet das erstmal beim Sozialamt der Stadt Oberhausen. Das ist nicht unsere Entscheidung der Belegung, aber die Belegung erfolgt dann zuerst in einer Gemeinschaftsunterkunft. Das heißt, für die erste Zeit in der Regel mindestens ein halbes Jahr schon, weil wir auch nicht nachkommen mit dem Wohnungen suchen. Und dann ist es so, dass nach einem gewissen Kriterienkatalog quasi entschieden wird. Zum einen gibt es Menschen, die sehr schnell, deren Asylverfahren sehr schnell entschieden wird, die den Aufenthaltserlaubnis bekommen und dann sofort ausziehen dürfen auch. Zum anderen gibt es dann Menschen, die eine voraussichtlich gute Bleibeperspektive haben, wo wir dann in Absprache mit dem Sozialamt entscheiden, oder das Sozialamt trifft die letztendliche Entscheidung, aber wir schreiben Empfehlungen über gesundheitliche Gutachten, über Belastungen in der Gemeinschaftsunterkunft, über Arbeit, Ausbildung, wo einfach Privatsphäre gebraucht wird, und diese Kriterien spielen mit rein, zusätzlich zu Integrationswillen und vielleicht Deutschkenntnissen, die schon erworben wurden, sodass man da auch bei Leuten, die noch nicht anerkannt sind, noch im Asylverfahren sind und wo der Ausgang des Verfahrens auch noch nicht beschieden ist, durchaus Chancen sind, dann auch schon schneller in eine Wohnung zu ziehen. Im Jahr 2015 bis, sage ich mal, 2017 waren die Grundbedürfnisse wichtig, kamen sehr viele Menschen. Da ging es darum, halt jetzt für essentielle Dinge zu sorgen. Und jetzt sind wir aus meiner Sicht in einer qualitativ anderen Phase der Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Jetzt geht es darum, die Menschen tatsächlich zu integrieren über die Grundbedürfnisse hinaus, also eben ins Arbeitsleben und da ins Wohnumfeld. Dann kümmere ich mich darum, dass die Menschen die Erlaubnis bekommen, in eine Wohnung zu ziehen. Meine Kollegin Frau Feck ist da federführend in dieser Frage, jetzt für Wohnraum zu sorgen, Akquise zu betreiben.
Und wenn alles gut läuft, kommt es zum Mietvertrag und dann geht es eben weiter. Ich bekomme erstmal von den Kolleginnen Bescheid, wer ausziehen darf, wer privat ziehen darf. Und dann gucke ich die Zeitung durch, den Wochenanzeiger, den wir zweimal in der Woche bekommen. Oder aber ich informiere mich im Internet, versuche da Kontakte zu den Vermietern aufzunehmen. Und wenn Vermieter halt bereit sind, auch einen Besichtigungstermin zu machen, dann begleite ich unsere Klienten in den meisten Fällen mit zu der Besichtigung. Wir haben erstmal die privaten Vermieter, die im normale Mehrfamilienhäuser auch vermieten, dann habe ich meine Fühler ausgestreckt und arbeite mit den Wohnungsbaugenossenschaften hier in Oberhausen zusammen. Ich habe Gesprächstermine ausgemacht, bin hingefahren, habe mich vorgestellt, habe unsere Arbeit vorgestellt und dann kommen noch dazu die Maklerbüros in Oberhausen und einige Hausverwaltungen. Wir haben teilweise städtisch angemietete Wohnungen. Die sind 2015 angemietet worden, als bei uns ganz viele Menschen in den Notunterkünften waren, wo wirklich schlimme Zustände auch geherrscht haben. Da hat unser damaliger OB einen Aufruf gestartet an alle Immobilienbesitzer, die Leerstand haben, diesen Leerstand doch der Stadt zur Verfügung zu stellen, damit man den Wohnraum für Geflüchtete nutzen kann. Es ist oftmals ein sehr schwieriger, langwieriger Weg, weil nicht jeder hat Interesse, nicht an Menschen mit Fluchthintergrund zu vermieten oder auch an Menschen, die sich übers Jobcenter finanzieren. Ich habe aber auch Vermieter, die dann auch sagen, gut, freue ich mich, finde ich toll. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Wir haben zunächst einmal eine Kapitalanlage gesucht, um Wohnraum zu vermieten und hatten das große Glück, dann dieses Haus zu finden, in dem schon mehrere Mietverträge mit der Stadt Oberhausen bestanden. Darüber haben wir uns erstmal gefreut, konnten aber erstmal nichts damit anfangen. Ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, wussten wir nicht. Wir hatten auf jeden Fall einen Mietvertrag, was natürlich bei der ganzen Überlegung sehr positiv ausgewirkt hat. Immer wenn es irgendwie Dinge zu besprechen gibt, wende ich mich an die Servicebetrieb Oberhausen. Und wenn Kommunikationsschwierigkeiten da sind, wenn die sich mit mir gemeinsam ans Integrationskompetenzzentrum in Oberhausen. Und diese Dreieckskonstellationen Vermieter, Integrationskompetenzzentrum und Servicebetrieb Oberhausen ist eine total gute, funktionierende Sache, um halt auch zu sagen, ich bin gerne Vermieter für die Stadt Oberhausen. Ich bin mit meiner Familie hergefahren, kleine Reparaturarbeiten, die ich dann selber gemacht habe. Wir haben uns vorgestellt, kennengelernt. Wir sprachen kein Syrisch, kein Arabisch, sie sprachen kein Deutsch. Und trotzdem war es für die eine Selbstverständlichkeit, dass wir ihre Gäste sein dürfen und eigentlich schon fast müssen. Und das war ein total tolles Erlebnis. Die Kinder waren ähnlich alt und auch da konnte man ganz toll sehen, dass die Kinder gar keine Vorurteile haben. Die haben nonverbal miteinander gespielt und das war herrlich anzusehen. Ich kann das jedem empfehlen, das zu machen. Und ich kann nur Werbung dafür machen. Es ist eine tolle Sache. Die Ansprechpartner bei den einzelnen Einrichtungen sind qualifiziert, professionell und auch immer hilfsbereit und auch sehr lösungsorientiert. Also diese Familie, zu der wir eingeladen sind, die Familie kenne ich schon ganz lange. Und die Familie hatte einen ganz schlechten Start, als sie gekommen sind hier nach Deutschland. Also der Asylantrag wurde abgelehnt. Im Grunde genommen hatten alle eine Duldung, waren ausreisepflichtig und hatten ein Arbeitsverbot. Aber durch intensive Beackerung des Aufenthaltsrechts und der Möglichkeiten, die es da gibt, sind wir jetzt so weit, dass in der Familie schon eine Tochter den Aufenthaltstitel hat und jetzt eine Ausbildung macht zur Pflegefachfrau. Der jüngste Sohn hat jetzt auch schon einen Aufenthaltstitel und geht noch in die Schule und gibt noch eine weitere volljährige Tochter, die ist schwerbehindert. Da haben wir dafür gesorgt, dass die gesetzliche Betreuung bei der Familie liegt und dadurch eben auch die Bleibeperspektive sehr gestiegen ist. Und in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, dem Reha-Team, sind wir jetzt dran, auch da eine Eingliederin ins Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung gemäß des SGB IX in die Wege zu leiten. Ich komme aus Aserbaidschan und ich bin hier arbeite in Deutschland. Ich habe 3 Kinder. Wir leben seit 5 Jahren in Deutschland. Mein Mann gesagt, nicht gut verstehen und nicht gut sprechen Deutsch, aber möchte lernen Deutsch. Ja, wir leben in Oberhausen und wir finden die Oberhausen-Stadt super. Klein, nicht so groß und auch die Menschen sind voll nett. Kitev, habe ich gesehen in
Designer gemacht. Grafik, ja? Ja, Grafikdesigner in meiner Gruppe. Ja. Matthias, seit 2 Jahren fast kenne ich ihn. Und der ist voll netter Mensch, Sozialarbeiter, sage ich mal. Der hilft uns so, so oft gerne. Ich erlebe gerade auch seitens Vermietern und auch der Familien, dass da sehr viel auch Positives zurückkommt, die einfach merken, es ist gut und manches scheitert schon einfach an sprachlichen Barrieren, die aber zu beseitigen sind, wenn einfach ein gegenseitiges Verständnis da ist oder man sich auch erstmal persönlich kennengelernt hat. Gerade im Nährstand, das ist im Oberhausener Hauptbahnhof, im ehemaligen Wasserturm. Da haben wir unser Büro drin in den oberen 3 Etagen. Und jetzt haben wir angefangen, auch das Erdgeschoss auszubauen. So, der Umbau ist fertig. Wir bauen gerade noch Möbel und alles zusammen weiter, um hier jetzt ein Café zu eröffnen und endlich auch mal nach außen sichtbar zu sein. I'm responsible for the Café Leerstand and I would like all always to host people here inside, to offer them some drinks, something to eat, something nice to eat, to make a nice atmosphere. I had a hostel in the south, the Atlantic coast, and there I was offering bed and breakfast and also some activities like surfing, yoga courses. I was hosting some people from Germany and we were keeping good contact and now I'm here. Das Projekt Genaue, das ist auch die Idee dahinter, dass das eingreift in die anderen Projekte, die wir hier haben. Weil das ist so, das ist das Kernstück. Und dann nehmen wir alle Leute mit in die anderen Angebote. Es sind viele kulturelle Angebote. Es gibt die Freie Universität. Das ist ein großes Projekt. Das haben wir aufgebaut, weil es in Oberhausen keine Uni gibt. So, ne? Und dann dachten wir, okay, dann machen wir eben eine selbst. Und zwar von den Bürgern und Bürgerinnen für die Bürger und Bürgerinnen. Jedes Dekanat hat verschiedene Seminare, immer 5 Stück ungefähr. Und da werden ganz verschiedene Sachen angeboten. Wir haben von Street Art über einen Debattierclub zum Lesekreis. Dann haben wir das Unterhaus, das ist ein Treffpunkt in einem Hochhaus, das nah am Hauptbahnhof ist. Und das Hochhaus war immer als Problemhaus im Kopf von den Menschen, die hier gewohnt haben. Und dann war 2015, als eine große Welle an Geflüchteten kam, wollte die Stadt Wohnungen da drin anmieten und das war auch wieder in den Schlagzeilen. Man kann doch nicht Problem zu Problem stecken. Und Kitev meinte, warum? So, warum ist das ein Problem? Lass es als Chance sehen. So, es ist gut, da kommen neue Menschen mit neuen Impulsen, das kann das Haus verändern. So, deswegen ist Kitev da reingegangen, hat auch Wohnungen renoviert, gemeinsam mit Leuten, die neu angekommen sind. Und eben einen Treffpunkt unten in dem Haus etabliert. Das ist das Unterhaus, der Rest ist das Oberhaus, so wird es aufgeteilt. Und in dem Unterhaus hat sich ein eigenes Kollektiv gebildet. So, aus Leuten aus Oberhausen, die Lust haben, eigene Veranstaltungen zu machen. Und da werden Filmabende gemacht. Es gab lange Zeit lang Küche für alle, jeden Montag. Ein kostenloses Buffet. Ist gerade wegen Corona ein bisschen eingeschlafen, aber das wird wieder aufgelebt. Genau, und so kann es immer weiter genutzt werden. Im letzten Jahr haben wir daneben noch die Räume angeschlossen. Dadurch, dass die Räumlichkeiten hier schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind und dann immer die Frage war, ob man diese renovieren könnte und ob man das aber vielleicht so ein bisschen als integratives Projekt macht, zusammen mit den Leuten, die eigentlich den Raum bzw. den Außenraum hier sich schon angeeignet haben und aktiv nutzen. Das haben wir dann so gestartet, dass wir erstmal angefangen haben, die Fenster zu putzen. Und dann haben tatsächlich die anderen auch mitgemacht. Und so war dann irgendwann klar, okay, dann machen wir jetzt auch die Renovierungsarbeiten. Then when we decided to take off the ceiling here, then we discovered this beautiful wooden structure which is already there and we then decided we're showing it and it's playing quite a big part of the whole design. So this was somehow quite special also about the whole construction. Und was dabei eigentlich auch schön war, ist, dass diese ganzen Entscheidungen mit ganz vielen Leuten zusammengetroffen wurden. Das heißt, wir haben zusammen mit Marzu geplant, wir haben mit Karim geplant, mit Isam und Beni. Und es wurde dann immer viel diskutiert, ja, wie findet ihr das? Und wie findet ihr das? Wie können wir das am besten machen? Marzu hat dann immer ein bisschen
seine Kenntnisse mit reingebracht, wie könnte man den Boden anmischen, wie könnte man die Wände machen. Dann haben wir zwischendurch rausgefunden, hey, Karim kann super gut die Wände spachteln. Und so ist das eigentlich ganz schön, weil ganz verschiedene Fertigkeiten hier zusammengekommen sind und wir das halt auch voll nutzen können, weil man ja im Studium wirklich total viel theoretisch lernt und sich in den Büchern vergräbt und hinterm Computer und aber oft dieses Praktische verloren geht. With KITEF, it's never just the work behind the computer, but the best is that you can actually bring your ideas to action and being here and taking off the ceiling and then finding something amazing under and those small details and it and actually also learning during the whole time. Wenn man arbeitet mit verschiedenen Leuten aus der ganzen Welt, mit den verschiedenen Situationen, man lernt zusammen. KITEF-Gruppe oder Verein hat mich angerufen, für diese Baustelle zu renovieren. Es ist keine normale Baustelle, weil es ist, okay, es gibt keine, also kann man sagen, kein Chef, dass er sagt, okay, du musst das machen. Ich finde, also wäre gut, wenn viele Baustelle, die wären wie das, wie dieses hier, wie dieses Beispiel, wo kann man auch was anderes lernen. Nicht nur Arbeit. Es ist nicht zu viel. Es ist ganz wenig, weil es sind nur vier Sachen oder fünf, aber am Ende eine Renovierungsarbeit, es dauert immer länger, als man denkt. Man denkt, okay, Monat lang Arbeit und ein paar Zus, aber nein, es sind schon vier, fünf Monate lang, dass wir arbeiten. Estrich, Grundierung. Geht ein bisschen rein, durch rein und macht die Staub fest. Weil sonst es klebt nichts auf. Es war ein Elektriker dabei. Wir haben ihn ein bisschen geholfen. Hier heute wird auch ungefähr die Baustelle fertig gemacht. Das ist die letzte Stück, die ich dran gehen musste, jetzt die letzte Steckdose. Wir wollten nicht mit Plastik oder Kunststoff ähnliches die Leitungen zu befestigen und dann haben wir den Kofferdraht mit einem Schraube so quasi erfunden und dann haben wir unsere ganze Leitungen an die Decke befestigt und das sieht auch relativ sehr schön aus. 2019 war ich immer auf viele kulturellen Veranstaltungen. Und dadurch habe ich den KITEF kennengelernt, dass sie sich auch viel in die Stadt engagieren. Ich habe die KI mit KITEF verbunden, dass die im Kontakt waren. Und jetzt seit 2,5 Jahren bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr, bin ich dort auch engagiert, mache ich auch sehr gerne. Und will ich auch weiterhin mit KITEF und Feuerwehr und mich mehr und mehr engagieren für das Stadt Oberhausen. Und mehr Leute helfen zu können. Da kommt jetzt ganz viel Mischgut weg, quasi das letzte, was auf der Baustelle war, wie zum Beispiel der Estrich, den wir noch weggeklopft haben, und ganz viele Kabel und was da so liegen bleibt. Geradeaus. Bis, sage dir, rechts oder links. Zwei verschiedene Welten. Die wissen, dass wir von KITEF sind und die sind auch immer schon ein bisschen am Grinsen, wenn wir ankommen, weil wir verhältnismäßig wenig ausladen. Das Projekt genau gemeinsam neu aufbauen, das besteht aus ganz verschiedenen
Strukturen. Ich meine, das Hauptziel ist hier, diesen Ort zusammen fertig zu machen, zusammen zu gestalten und auch wirklich gemeinsam zu entwickeln und dann auch gemeinsam zu betreiben. Dazu gehört aber ganz viel in dem Projekt. Und zwar einmal ist das so ein ganz trockener Baustein, was Beratungsstrukturen angeht. Wir haben Asylberatung, wir haben Alltagshilfe, Job- und Berufsberatung, worum es auch im Endeffekt geht. Weil auch in der Fertigstellung vom Raum hier werden Workshops angeboten, die Einblicke in Berufe geben. Das ist einmal ein Schreinerei-Workshop, das ist ein Grafikdesign-Workshop. Nächstes Jahr machen wir weiter auch mit Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, was auch zum Teil Berufe sind, die gar nicht immer alle auf dem Schirm haben. Erstmal muss ich sagen, ich bin beeindruckt, du bist seit 3 Jahren in Deutschland und sprichst sehr gut Deutsch. Du bist jetzt bei dem Projekt genau angedockt sozusagen, bei KITEF. Bist du noch irgendwo in einem anderen Bereich gerade unterwegs oder bist du ansonsten jetzt arbeitssuchend gemeldet? Ja, arbeitssuchend. Ist dein aktueller Stand, arbeitssuchend. Genau. Es gab einfach viele Fragen, die er gestellt hat, die ich ja mich selber fragen muss. Ich habe halt viel mit denen über meine Persönlichkeit geredet. Das fand ich auch interessant, so dass man viel offen sein kann mit denen. Wir geben hier mittwochs immer Beratungsgespräche an. Hauptsächlich geht es darum um aufenthaltsrechtliche Themen. Das sind Geflüchtete. Meistens sind das Leute mit einer Duldung. Heute hatte ich einen relativ kniffligen Fall. Da ging es um ein Mädchen, geflüchtet aus Somalia und hat, ihr geht es psychologisch überhaupt nicht gut. Wurde auch hier festgestellt, dass sie halt psychisch geschädigt ist von damals. Und das müssen wir irgendwie im Hinblick auf ihr Aufenthaltsstatus, da müssen wir klären, wie wir da vorangehen. Dann habe ich von dem Projekt genau gehört, was halt mit Menschen mit Duldung und Gestattung dann, also für Menschen mit Duldung und Gestattung ausgerichtet ist, um auch dieser Zielgruppe zu verhelfen, sage ich mal, Stabilität in ihrem Leben zu generieren, also auch in Arbeit und Ausbildung, was halt leider heutzutage die einzige Möglichkeit ist, eine Bleibeperspektive herzustellen. Ich glaube, dass dieser Ort auch eine besondere Wirkung hat auf die Gesellschaft, je nachdem, mit welcher Einstellung man hier diesen Laden auch betreibt. Das ist jetzt quasi im Aufbau, sage ich mal. Ne? Also es gibt noch nicht dieses feste Konzept, was aber eigentlich auch schön ist, dass wir die Möglichkeit haben, im Prozess auch selbst zu entdecken, was wir wollen. So. Also es ist, finde ich, auch ein sehr selbstermächtigendes Projekt, dieser Lehrstand. Also ich denke mal, dass es eine Mischung wird aus Kulturveranstaltungen und auch Informationsveranstaltungen, Netzwerktreffen für verschiedenste Aktive im Ruhrgebiet, aber auch international, weil KITEF ist ja auch sehr verbunden. Ich bin gespannt, wer noch alles dazukommt, wie bunt das alles noch wird. Nora hat mich angerufen und sagte, wir suchen eine Person, der PR macht im KITEF für EPEC. Wenn man ein Ort hat mit ein paar Ressourcen, ein paar also nette Leute, dann es gibt kein Excuse, nichts zu machen, nicht mehr. Also du hast alle, was du brauchst, dann mach mal was. Coexisting zusammen, das ist unser Ziel. To be like in one room together, regardless from your religion, your orientation, your beliefs. Wir machen hier einen Schreinerei-Workshop in der Werkstatt vom Zentrum für Ausbildung und Qualifikation. Dieser Workshop kreiert quasi gerade die Möbel für den Lehrstand, also für den Raum, wo wir gerade sitzen. Ich war in Tunesien Sängerin, alles arabische Musik gemacht. Und ich bin hier gekommen, habe ich am Anfang meine Arbeit nicht gefunden, alle Sängerin, weil das ist schwer hier Arabisch zu singen und die Leute schwer zu verstehen.
Und dann habe ich hier bei Kitev die Chance bekommen zu singen, auch auf Arabisch habe ich ab und zu die Texte auf Deutsch übersetzt. Das hat mich auch sehr, wirklich sehr gefreut, dass sie immer dabei zum Beispiel tanzen oder klatschen. Ich finde die wirklich Kitev-Team für uns immer da waren. Ich möchte Pflegedienstassistent machen oder wie gesagt ambulant. Und ich wollte gerne, also ehrlich gesagt, Ausbildung von Schreiner machen. Aber für Schreiner, ich glaube, muss man den ganzen Tag arbeiten. Und das geht nicht, weil ich 4 Kinder habe. Ich brauche diese Wechselzeit. Die Projekte, die KTF macht, also für uns, was ich bis jetzt gut fand, diese Schreiner-Ausbildung also, oder Projekt. Ne? Ich habe da mit Maschine gearbeitet und gelernt, wie man mit Maschine also umgeht. Jetzt haben wir angefangen, mit Stühlen zu bauen und Tische für das Café. Dann haben wir den Grafikdesign-Workshop und die haben halt das Logo entworfen für den Lehrstand, weil Ziel ist es auch, die Menschen hier mit einzubeziehen, ne, denen sozusagen auch eine Fläche, eine Plattform zu geben, sich hier zu zeigen und auch ihre Fähigkeiten mit einzubringen. Das Problem ist einfach, dass Menschen mit in dieser Situation, in dieser Duldungs- oder Gestattungssituation, sind einfach super unsichtbar. Ich habe eine Workshop gemacht, Kalligrafie. Kalligrafie ist eine Schönheit, das nicht gehört von einer anderen Sprache. Das ist Weltsprache. Das ist nur Schönheit, wie Musiker. Und mit Vita ich habe ich kennengelernt und dann habe ich gesagt, meine Probleme. Sie hat gesagt, du musst nicht, keine Sorge, ich helfe dir. So, lehre ich dann. Aber jetzt gut, ich fühle mich sehr gut. Und ich kenne viele Leute durch Kitev. Wir bieten an einen Siebdruck-Workshop. Und ja, ich freue mich gerne, euch zu zeigen, wie das geht. We need this one, so we try to cover from here, that the color is not going to the other side. Die Farbe in die ganzen Logo zu verteilen, und das erste Mal das geht leicht und das zweite Mal geht fest nach unten. Die Linien sind ganz klein und bin ich ganz zufrieden, weil das hat sehr gut geklappt. Das ist meine T-Shirt, ja? Mit 120 Grad die Farbe trocknen und danach kann man das in die Waschmaschine, das bleibt immer so. Natürlich die soziale Begleitung und berufliche Begleitung, aber auch in so einer Kunstorganisation oder soziokulturellen Zentrum, wo nicht unbedingt diese vorhandenen hierarchischen Strukturen von Einrichtungen herrschen, auch nicht Umgang oder Atmosphäre. Sehr befreiend für mich als Mitarbeiterin und gleichzeitig da sehe ich auch positive Auswirkungen auf unsere Teilnehmenden. Really, really here Kitev for mich like one family. I don't have family. Ich bin alleine in Deutschland. Erstmal ich komme Oberhaus, ich kann niemals reden Englisch oder Deutsch. Und dann ich komme bei Kitev,
langsam machen, kontaktieren. Wirklich verschiedene Menschen, wie du und ich, nur dass die haben ihren neuen Lebensmittelpunkt in Oberhausen. Ne? Die kommen aus verschiedenen Ländern. Vorwiegend, die haben auch unsicheren Status, weil deren Asylantrag wurde noch nicht bewilligt oder schon abgelehnt ist. Es ist nicht nur die Menschen, die diesen Status haben, wir vorwiegend mit der Zielgruppe arbeiten, aber bei uns kommen auch dann Freunde von denen, die auch vielleicht einen anderen Status haben. Aber es verbindet tatsächlich alle, dass das deren Heimat liegt, nicht in Deutschland. Und dann gibt es die Refugees Kitchen. Das war ursprünglich ein Küchenmobil. Das wurde auch gemeinsam ausgebaut und ist dann von Festival zu Festival gefahren. Und Leute aus anderen Ländern bieten das Essen an, von dort, wo sie herkommen, was sie mitgebracht haben. Zum Einkaufen. Hallo. Grüße. Ja. Und was noch? Ja, diese? Da, genau, ja. Okay, no problem. Wir nehmen diese dann. Ja. Okay. Beste Grüße, ja. Und was noch? Warte, Oliven. Oliven, ja. Ja, Tomate. Reis Mahmoud. Es gibt ein Angebot heute? Ja. Ja? Ist schön. Danke, ja. Dann schönen Tag noch, ja? Salam alaikum. Arabisch kommt. Und der Zucker, ja? Ich hätte bitte gerne Mandel, Weißmandel. In unserer Heimat, es gibt auch so. Und das, weil das die einzige hier, deswegen wir kommen hier oft. Wie viel kostet die? 10 Euro. 10 Euro? 10 Euro. Teuer 10 Euro. Machen Sie billiger, kein Problem. Wie viel? Was sollen wir machen? Bei uns bestimmen die Kunden die Preise, sehen Sie? Ja. Und Licht an und gib Gas. Ich muss das hier sauber machen. Danach ich muss hier 10 Stück Eier rein. 4, 6, 7. Das ist Paprika. Ohne Paprika, ich kann nicht kochen. Ich glaube, meine Suppe ist schon fertig. Vor 3 Jahren, ich bin hier im Unterhaus. Ich komme im Mann-Gruppe, Kursmann-Gruppe. Ich möchte mit den Leuten hier kommen und kochen hier. Ich habe Christoph getroffen. Ich müsste kochen. Für Refugee Kitchen. Und danach hat Christoph mir ein Angebot für einen Job gegeben, die genau Gruppe. Manchmal ich übersetze, manchmal ich mache Berater, wir treffen mit den Leuten. Ja. Wenn hier kann uns kochen und lernen, tanzen zusammen, singen, aber viel Sachen machen. Dann haben wir auch Sprachkurse, Spaches. Schon ein wichtiges Fundament, merken wir auch immer wieder. Wir haben viele Leute im Team auch, die ganz viele verschiedene Sprachen sprechen, was hilft. So, dadurch ist die Kommunikation recht einfach. Für mich, allgemein, vielleicht muss ich sagen, Sicherheit. Man immer braucht Sicherheit, man immer hat Angst. Aber ich soll mich ein bisschen reifen, warum ich habe Angst, warum ich möchte mich entwickeln. Deshalb ich habe ich sehr ernst gemacht, wenn Kit sagt, ja, arbeite bei uns. Ich mache immer Online-Sprachcafé. Natürlich andere Sachen, wir machen zusammen. Online-Sprachcafé, ich mache allein. Jeden Dienstag. Ich vorbereite jeden Mal ein Thema. Aber ich lasse die Personen, wenn Personen haben, was zu reden, ich lasse. Einfach Informationen austauschen. Nicht nur, Beispiel, wir sagen nur deutsche Sprache. Nein, sag nicht, wir haben ein Thema. Nein, wir haben, wenn Leute haben, was zu reden, ich lasse die Leute. Austausch ist bei uns ein ganz wichtiges Fundament von der Arbeit, einmal auf lokaler Ebene mit allen Leuten, die hier in der Stadt wohnen, aber auf jeden Fall auch auf internationaler Ebene. So, wir haben viele Partner in anderen EU-Ländern, aber auch darüber hinaus und mit denen treffen wir uns regelmäßig. Wir fahren oft in andere Länder, gehen in Austauschtreffen, auf Festivals, erzählen von unserer Arbeit, aber auch von unseren Eindrücken und lernen Neues, bringen das dann wieder mit zurück. Und genauso kommen Leute auch zu uns. So, hier sind oft, das Forum Regionum war ein ganz großer Austausch. Da sind Leute aus Osteuropa zu uns gekommen, mit super tollen Ideen, haben das Oberhaus bespielt. Genau, und da auch eigentlich Ideen reingebracht, wie man zusammen leben kann. So,
Das war ein Beispiel. Jetzt gerade läuft hier in der dritten Etage im Turm ein Austausch mit Marokko. Normalerweise hätten wir ein paar Leute gehabt und wir wären nach Fest nach Marokko gefahren und wären auch wieder zurückgekommen mit einigen Marokkanern und hätten hier was zusammen erarbeitet. Aufgrund von Corona geht es leider nicht so gut. Deswegen machen wir das Ganze online. Die Idee ist im Prinzip, dass man gemeinsam ein monumentales Videomapping erarbeitet. Gleichzeitig lernt man das zu machen. Man hat so ein paar Grundlagentechniken, aber die meisten Leute sind mit der Technik nicht vertraut. Und man geht gemeinsam in diesen Prozess. It's called the Bleu de Fès. Is it the same blue than Chef Shawel? No. In Marokko wird das Ganze auch auf eine Fassade projiziert und hier in Deutschland haben wir ein 3D-Modell von dieser Fassade, sodass wir im Endeffekt einmal ein Objektmapping haben und einmal ein monumentales Mapping. Und wir sind mitten dabei. All Morocco is there? Yes. Okay. And here everyone in Oberhausen, Kitzel. We are going to start now with Paul. Paul will talk about 3D printing and how we have the model from your building there. So you open the door and you see our canvas, but we cannot be there, so we have a miniature version, but we haven't seen it yet. It's a surprise. So on the projection you see the photos we got from Morocco. I have to cut it in parts that fit on my 3D printer. Just take slicing parts where you don't see it so much. I printed it with the layer height from 0.2 millimeters, and the printing time, the longest one, that was something about 11 hours. That's the wall, and you see the lines where it is printed. Tomorrow, I will show you how your creative process will look like in the building with our 3D model. Inshallah. Here it is. I painted it, and so I got this surface in pure white. More questions? Okay, so I see you tomorrow, Morocco. Erstmal wollen wir uns auch sehr bedanken für diese Zeit zusammen, was wir verbracht haben. Toll, dass ihr alle so fleißig dabei wart. Als Andenken an diese Zeit, dann geben wir gerne euch die Zertifikate.